Wie kann man das 1x1 so schnell wie möglich lernen? Ganz einfach. Wichtig ist, ich hatte es schon mal in einem anderen Video gesagt, dass wir drei Zahlen immer zusammenlesen müssen. Denn dieses Zahlentripel, tri heißt 3, 1 mal 7 gleich 7, heißt, dass die 1, die 7 und die 7 zusammengehört. Automatisch kann ich nämlich teilen und kann sagen, 7 durch 7 ist 1 oder 7 durch 1 ist 7. Wenn ich immer dieses Zahlentripel auswendig kann. Auswendig lernen geht insofern schnell, am besten man spricht laut. Und zwar laut. Warum? Erstes Mal lese ich mit den Augen. Die Augen erzeugen im Gehirn Impulse und bringen das erste Mal dieses, was ich gerade gelesen habe, ins Gehirn. Das zweite Mal, das Sprechen, sagt, dass ich das alles ins Sprachzentrum schicken muss. Und das dritte Mal gelernt ist, indem ich höre, mich also selbst kontrolliere. Wenn ich mich nicht hören würde, könnte ich sagen, dass ich ganz komisch spreche, weil ich mich ja nicht kontrollieren kann. Das heißt, laut ist der Trick, um so schnell wie möglich zu lernen. Und ohne nachzudenken sogar, kann man lernen, indem man nämlich das 1x1 laut liest und sich bemüht, so schnell wie möglich zu werden. Hier oben laufen Minuten und Sekunden und anhand der Sekunden sieht man gleich, wie schnell man werden muss, um es fehlerfrei zu lesen, sollte man unter 10 Sekunden bleiben. Ich werde gleich starten und ihr werdet sehen, dass ich versuche, unter 10 Sekunden zu bleiben. Dieses Wort hier ist gleich, dazu sage ich nur ist, dann schafft man das. Wenn ich ist gleich sage, dann ist zu viel Zeit flöten gegangen. Also. Ich hole tief Luft und sage auf, die Plätze fertig, los. 1x7 ist 7, 2x7 ist 14, 3x7 ist 21, 4x7 ist 28, 5x7 ist 35, 6x7 ist 42, 7x7 ist 49, 8x7 ist 56, 9x7 ist 63, 10x7 ist 70. Also ich habe es knapp unter 9 Sekunden geschafft. Wer es so schnell lesen kann, der schnappt sich dieses 1x1, indem er sagt, okay, dann werde ich dieses 1x1 mal ein bisschen weiter weglegen. Mit anderen Worten, ich verkleinere es. Wenn ich es dann immer noch so schnell lesen kann, gut, lege ich den Zettel noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, der Zettel wird immer kleiner. Ich kann ihn immer schwerer lesen. Wenn ich ihn immer noch fehlerfrei lesen kann, na gut, dann kann ich ihn auch ganz weit weglegen. Und wenn ich ihn aus der Entfernung noch entziffern könnte, dann kann ich ihn auswendig. Das dauert also ein paar Minuten. Wenn ich mal sage, Beispiel, 6x7 ist 24, ach nein, ist doch 42. Und ich verhasple mich immer wieder, dann sage ich, okay, dann sage ich diese Reihe nochmal hier, diese Zeile. 6 mal 7 ist 42, 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 6 mal 7 ist 42. Und wenn ich es dann schnell kann, probiere ich es nochmal und wie gesagt, aus der Größe hier, dann ist es möglich, das drauf zu haben. Das hier war mein originales 1x1. Am besten ist, man steckt sich ein Zettelchen ein, wo man dieses, wir haben jetzt das 7 genommen, wo man das 7x1, 8er, was man gerade lernen möchte, aufgeschrieben hat. Und im Laufe des Tages, immer wenn man kurz unbeobachtet ist, schnappt man sich das Zettelchen und liest sich halblaut dieses 1x1 wieder vor. Und automatisch kann man es. Das wären 10 Tage. Wenn ihr jetzt sagt, die meisten kann ich, die meisten 1x1, sagt man zwar so nicht, aber mache ich jetzt mal so. Und ich kann zum Beispiel 3x4, kann ich nicht, dann schreibe ich mir das auf meinen Zettel, das 3x4, 5x7 zum Beispiel, das ist jetzt nur ein dummes Beispiel. 8x7 fällt mir auch schwer und mir fällt auch schwer 8x9 und mir fällt noch schwer, meinetwegen das 4x8. Nehmen wir es bloß mal an. Dann mache ich mir eben einen Zettel aus diesen paar Aufgaben und lese mir die vor. 3x4 ist 12, 5x7 ist 35, 8x7 ist 56, 8x9 ist 72, 4x8 ist 32. Nicht irgendwie was zudecken und versuchen, die Zahlen zu erraten, sondern ganz schnell lesen. Das ist übrigens auch eine schöne Methode, um Gedichte auswendig zu lernen, ganz schnell. Oder Vokabeln. Achtung, Vokabeln, da gehört aber immer was dazu. Wenn ich zum Beispiel das Wort Knife im Buch sehe und ich weiß, dass es Messer heißt, also jetzt, wenn ich es neu lernen muss,
Dann lerne ich also so: Knife, Messer, Knife, Messer, Knife, Messer, Knife, Messer, Knife, Messer, Messer, Knife, Messer, Knife, Knife, Messer. Wenn ich so schnell sagen kann, weiß ich, dass es zusammengehört. Jetzt kommt noch ein Trick zum Thema Vokabeln. Wenn ich mir merken will, wie es geschrieben wird, habe ich ein Problem, wenn ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben in der richtigen Reihenfolge merken muss. Merken sich Menschen besser. Und ich sage einfach, na und? Das ist zwar Blödsinn, aber ich kann mir einen Klang merken, indem ich sage, wie wird es geschrieben? Kniefe. Ich merke mir einfach Kniefe. Ein Kniefe ist ein Klang, hört sich zwar blöd an, aber ich weiß, wie es geschrieben wird. So, das bis dahin. Ich mache dieses Video dicht, also es kam uns ja darauf an, hier das 1x1 ganz schnell zu lernen.